Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within. Wir kämpfen gerade gegen dieses riesen krass Fettmonster. Und ja, wie es aussieht, müssen wir die einzelnen Körperteile an ihm kaputt schießen. Deswegen muss ich jetzt einen anderen Plan nehmen, als einfach nur auf ihn draufballern. Ich werde jetzt bei der Qualenarmbrust vor allem versuchen, die Sachen zu verwenden, die ihn einfrieren etc., damit ich in Ruhe auf ihn draufknallen kann. Mal schauen, ob es klappt. So, nehmen wir mal das hier zum Beispiel. So, wenn wir jetzt nämlich die Schrotflinte nehmen. Genau so meine ich das. Das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Scheiße! Wie frisst er mich nicht direkt? Was muss er denn? So, wieder Schrotflinte. Oh ja, nachladen, toll! Ich sehe gerade gar nichts. Mal hier rein, wechseln wieder auf unsere. So. Scheiße, ich wollte rausrennen, damit es diesmal nicht passiert. Verflucht. Was haben wir denn noch? Ich glaube, das bringt gar nichts, kann das sein? Ich sehe nichts. Was haben wir denn noch? Blendgranate. Blitz. So, schnell wieder auf Schrotflinte. Scheiße. Was haben wir noch? Mal wieder in den Raum und uns heilen, glaube ich. Na komm. Was macht er denn? Vielleicht haben wir ja Zeit, hier mal eine Granate zu werfen. Was ist er denn? Das hat sich ja gelohnt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall schwer verletzt, aber wir blöderweise auch. Wir sterben gleich. Oh, fuck, das schaffen wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall uns direkt heilen. Gehen wir noch mal. Oh, was haben wir hier? Oh, geschafft! Geschafft! Nice! Boah, war das ein harter Kampf, ey. Scheint echt dumm zu sein. Die Musik ist auch weg, die crazy Musik. Oh, nice. Aber bevor wir da jetzt reingehen... Ach, ich kann meine Maus jetzt wieder. Ich dachte schon. Bevor wir jetzt da reingehen, werde ich natürlich sagen, durchsuchen wir die Umgebung. Hey, konnte man sich sogar verstecken vor dem Ding? Okay. Dann gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, den Platz zu machen.
werden hier erstmal in Ruhe alles einsammeln. Ach, der arme Mensch, oder? War wahrscheinlich mal ein normaler Mensch, keine Ahnung. Ah, stimmt, Scharfschützenmunition haben wir gar nicht verwendet. Boah, 20.000, meine Freunde. Dann wisst ihr ja schon, was passiert, wenn wir das nächste Mal unseren Schleim einsetzen können. Wir werden damit die Schrotflinte weiter aufbessern. Was? Wir haben... Oh, geil! Wir haben sogar, ach so, der Raum hier ist verschüttet. Alles klar. Schade, da war nämlich noch Zeug drin. Ärgerlich. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben jetzt volle Munition bei der Pistole. Das ist schon mal ziemlich nice. Hat irgendwas zu bedeuten? Dieser Fire Extinguisher? Anscheinend nicht. Aber es lag was oben drauf. Oh, jetzt könnten wir auch endlich mal in diesen Leichenschränken da die restlichen Qualenarmbrustdinger mitnehmen. Weil da haben wir jetzt einige verbraucht, es sei denn, wir sammeln jetzt wieder so viele ein. Was haben wir hier noch alles Cooles? Interessant, in das Feuer ergießt sich irgendeine Flüssigkeit. Entweder ist es Wasser und das Feuer ist zu heiß und es wird nicht gelöscht. Oder das ist irgendeine brennbare Flüssigkeit und heizt das Feuer an. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Weil ich gedacht, da liegt noch ein bisschen mehr rum. Ah. Da ist noch etwas Schleim. Wenn auch nicht viel. Ah, eine Spritze. Perfekt. Gut, ich denke, jetzt habe ich alles. Ich hoffe mal, ich habe nichts übersehen. Tja, dann können wir weiter. Puh, da fand ich aber jetzt den Kampf gegen dieses fette Ding nicht ganz so krass wie das Nervige gegen diese Spinnfrau. Das war echt viel, viel anstrengender, auch wenn der Typ hier größer und schwerer war, im Sinne von umbringen. Aber es war halt nicht so anstrengend, aber da ist es nochmal. Kapitel 10 überlebt. Spiel speichern. Es war wieder ein relativ langes Kapitel, das ging, also zumindest kam es mir lang vor, aber es kann auch sein, dass es nur anstrengend war. Nächstes Kapitel. Die Schrotflinte ist auf kurze Distanz am wirkungsvollsten. Ach, sag bloß, ich dachte, damit muss ich... Naja, ist egal. Ist egal, ist egal, ist... Kapitel 11, Wiedervereinigung. Final White Shirt. Okay, da draußen scheint Sonne. Da scheint Sonne, Freunde. Wir können wieder Energie tanken. Ich meine, wir haben jetzt zwar echt keine ruhige Minute, aber... Oder besser gesagt, keine ruhige Sekunde. Aber wir können uns waschen, wir können uns sauber machen, wir können uns gleich in der Sonne trocknen gehen. Hoffe ich. Aber interessant, jetzt haben wir sogar mal eine Sequenz, wo wir schwimmen. The Final White Shirt. Tango Dinen. Wow. Okay, und da haben wir auch wieder diese komischen Figuren, diese Schaufensterpuppen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier raus. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Okay, die ganze... Kranke Welt, die stürzt ein, geht kaputt und weiß auch nicht so richtig, was hier los ist. Ich meine, immerhin, ne, ein heller Himmel, aber ob das jetzt hier unbedingt geiler ist, ist also überall nur, ich weiß nicht, Papier oder was hier rumfliegt, Asche.
Mach's gut, Bank. Ja, ob das jetzt hier wirklich geiler ist als in dieser, keine Ahnung, in den nassen Katakomben oder in diesen ganzen verrückten Szenarien, in denen wir bisher waren, das weiß ich nicht. Es ist heller, aber können wir mal das Licht aufmachen. Komm, wir nehmen uns die Zeit, setzen uns hier hin und trinken erstmal einen Kaffee. Wobei, wir haben ja keinen Kaffee, wie es aussieht. Wir kommen nicht mal dahin, was? Gibt's ja wohl nicht. Da haben wir wieder ein Karussell, diesmal nicht des Todes, wie es aussieht. Nirgends Leichen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass hier Zombies oder sowas auftauchen. Air Ticket. Erinnert irgendwie sehr, sehr stark an den Film Inception. Wer den noch nicht gesehen hat, großartiger Film mit Leonardo DiCaprio. Und ja, wer ihn gesehen hat, der wird wissen, was für eine Szene ich meine. Erinnert auf jeden Fall stark daran. Okay. Geil gemacht, kann man nichts sagen. Muss ich jetzt da in dieses Rohr rein oder wie? Ne, gibt viele Rohre. Krass. Die Werbung für White Fog haben wir aber jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen. Soll das vielleicht sogar Rubik sein? Wobei, da gibt es ja noch mehr. Oder ist das ein echter Film? Ich weiß gar nicht. Müsste man mal gucken, ob es den Film wirklich gibt. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob es den Film White Fog wirklich gibt. Also das riecht und sieht echt alles total nach Weltenbürger aus. Plumps, da war er weg. Ach, es ist geöffnet. Glück gehabt. Gehen wir jetzt rein? Vielleicht mal ein Wohngebäude. Auf jeden Fall ist auch hier Blut. Wir müssen mal wieder Licht machen. Also mir hat es dann doch draußen besser gefallen. Da sah es zwar auch ziemlich abgefuckt aus, aber hier drin ist die Stimmung noch schlechter. Hallo! Oh, da drüben ist irgendwas, ein Koffer oder so. Müssen wir wohl gleich rein. Nichts gefunden in dieser merkwürdigen Welt. Hier vielleicht jetzt? Ja. Aber das können wir nicht gebrauchen, weil das Scharfschützenmunition ist. Ah, ich glaube, ich höre schon wieder Tote. Laufende Tote. Gucken wir erstmal hier rein. Wer ist dieses Mädchen? Ist das vielleicht das komische Spinnenfrauenmonster als Kind? Ist das eine neue Waffe? Magnum, dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Cool. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir noch eine neue Waffe finden in dem Spiel. Das überrascht mich jetzt aber doch, muss ich zugeben. Magnum. Revolver Magnum. 6 Schuss, maximal 6. Ja, wir werden logischerweise erstmal die Waffe benutzen, wo wir... Das heißt ja, jetzt können wir auch die Magnum weiter verbessern, logischerweise. Interessant. Also wie gesagt, das ist doch sehr, sehr interessant, weil damit hätte ich nicht gerechnet. A Happy New Year. Aber nehmen wir es bei den Revolver, weil da haben wir jetzt volle Munition. Mehr können wir gerade nicht mitnehmen, dass wir die erstmal verballern. Gesagt, ich habe hier was gehört. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein Zombie war oder einfach nur ein normaler Mensch. Finden wir aber mit Sicherheit jeden Moment raus oder auch nicht. Was ist jetzt hier los?
Okay, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Finden wir es vielleicht doch nicht direkt raus, ob das ein Mensch war. Sei denn, wir treffen nochmal auf ihn. Okay, ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Ich habe ein bisschen Angst. Zugegebenermaßen. Ist aber auch schön, hier mal so solche Gassen zu laufen. Boxpunk. Aha. Ah, hallo. Betreibt mal bitte nicht. Ich möchte nicht sterben. Also nicht jetzt hier von Häusern erdrückt werden. Das wäre ein ziemlich blöder Tod. Ich bin nur so vielen Gefahren entgangen hier in dem Spiel. Jetzt zerdrücken mich Häuserwände oder was? Immerhin, es hat wieder gespeichert. Das war's jetzt auch mit dem Durchgang. Hier haben wir ein bisschen Essen, falls wir Hunger hätten. Und, ein Medikit, lange nicht mehr gehabt. Da wir keine volle Energie haben, lohnt sich das auch direkt. Oh nein. Es wäre geil, wenn man in dieser Situation Halluzination hätte oder sowas. Und irgendwelche abgefuckten Sachen passieren. Gut, ausgediente Waschmaschinen stehen hier rum. Licht brauchen wir erstmal kein extra, würde ich sagen. Ah, jetzt sind aber auf jeden Fall Zombies. Aber macht ja nichts, wir haben ja nicht umsonst. Das war mal ein Feuerwehrmann. Ich will auf das Ding hinten schießen. Hä? Da kann er nicht ernsthaft eine Maske aufhaben, die ihn komplett schützt, oder? Ich wollte eigentlich auf dieses Ding hinten drauf schießen, hab gehofft, dass er dann explodiert, aber scheint nicht zu funktionieren. Ich verbrenne ihn mal, weil der Kopf nicht kaputt ist. Krass, das ist ja richtig krass, dass wir da mittlerweile sogar Masken haben beim Gegner, wo wir mit einem normalen Revolver nicht durchkommen. Ja, sorry, aber bevor er mir irgendwann irgendwie in den Rücken fällt, machen wir ihn lieber direkt platt. Steht ein alter Generator, wie kommen wir denn da rüber? Zombies? Ah. Moment, das machen wir anders und nehmen unser Scharfschützengewehr. Nummer eins. Zwei. Nummer drei. Gut, also mehr sehe ich jetzt zumindest auf Anhieb von hier aus. Mal nicht runterfallen. Von hier aus nicht, glaube ich zumindest. Deswegen... Chainsaw 3D. The Final White Shirt. Das hatten wir schon. Dann würde ich sagen, gehen wir mal drüber, wechseln aber vorher wieder auf eine andere Waffe. So. Vielleicht wären die ja jetzt alle angerannt gekommen, wenn ich die nicht vorher platt gemacht hätte. Ach nö. Ich will da aber rein. Mittlerweile haben wir gefühlt so viel Munition, dass es mich gar nicht stört, mal so einen Schuss abzugeben, um zu testen, ob das irgendwas bringt. Wir haben ja... Ich höre auf jeden Fall noch was. Wir haben ja eigentlich von allen Dingen... Ach, da ist noch einer. Ach, daneben. Ist das ein Mensch? Nee, der frisst ja. Oh. So. Wir haben ja eigentlich allen den Kopf weggeballert. Die dürften also nicht aufstehen. Brauchen wir also auch nicht anfangen, die zu verbrennen, würde ich sagen. Hier könnten wir durchkrabbeln. Wollen wir aber nicht.
schauen wir uns den Spaß hier mal genauer an. Ich würde aber sagen, machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Mir hat's gefallen, muss ich sagen. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxi. Bis morgen, tschüss.